Willkommen zurück zu Alien Isolation Part 10. Endlich ist es wieder soweit. Nach guten 9 Monaten spielen wir endlich Alien Isolation weiter. Für mich hier komplettes Neuland, weil ich habe bis jetzt nur bis Part 9 gespielt und das war am 10.10.2014 und jetzt habe ich mir mal gedacht, komm, jetzt spielst du mal da weiter und spielst Part Nummer 10. Von der Grafik her super geil. Kann man nicht falsch machen. Waffen hat man hier kaum. Man hat zwar einen Revolver mit wenig Munition und so eine Art Zange. Würde ich mal sagen, begeben wir uns mal zur Krankenstation. Abgeschlossen. Ah, Tür zu, super. Dann latschen wir mal hier lang. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Das hört sich schon mal gut an. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fall. Würde ich sagen, klotzen wir hier noch mal eine Runde raus. Oh, sehr schön, der Jupiter. Nun, dann schwingen wir uns mal hier schnell rein. Haben wir hier diesen krassen Ladescreen. Ich bin ja mal gespannt, was mich noch so in das Spiel erwartet. Finden Sie einen Weg in die Krankenstation. Ja, würde ich doch mal sagen, machen wir doch mal glatt. Also für mich hier, für mich komplettes Neuland. Also ich kenne diese Levelsabschnitte überhaupt nicht. Weil ich bis hier noch nie gespürt habe. Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Die Webcam bzw. die Facecam lasse ich in dem Spiel hier mal weg. Weil das spart mir ein paar Gigabyte zum Hochladen. So, klettern wir mal die Scheißleiter hier hoch. Super hell hier. Schön dunkel. Schmeißen wir mal die Taschenlampe an. Oder machen sie wieder aus. Oder machen wir sie doch an. Wer weiß. Je dunkler, desto besser. Die Besuchszeiten sind von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 15 Uhr. So, springen wir mal hier runter. Und schauen wir uns mal hier um. Es liegt schon mal besser bei uns. Ja. Ja, da kann ich leider nur zustimmen. So, speichern wir mal hier mal ganz schnell ab. Speichern ist hier das A und O. Ich bin Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage. Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode zu dem Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Finden Sie Mollys Büro. Dann würde ich da sagen, machen wir das mal.
So, machen wir mal hier die scheiß Tür auf. So, zack. Aber da werden wir noch nicht rinrennen. Weil hier ist ein Schacht. Und gucken wir mal, wohin er uns führt. Die Geräusche sind so geil in das Spiel, ey. Hammer. Na, jetzt hier irgendwie weiter. Na, sieht nicht so danach aus. Doch, hier links. Wunderbar. Dann kletten wir hier mal raus. Na, ich denke mal, hier sind wir falsch. Latschen wir mal hier runter. Hebel benutzen. Rechte Maustaste halten. Machen wir. Naja, sehr schön. Sind wir ja schön im Kreis gelaufen. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns mal die Zugangsdaten. Müssen wir erstmal gucken. Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Wo sich sein Büro befindet. Nein, nein, das ist der falsche Weg. Ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Alle Türen zu hier. Gibt's da gar nicht. Lecker Schmecker. Lecker, lecker, lecker. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da fängt der Geist an zu wandern. Tragische Fälle. Aber Mole hat zu viel Zeit mit ihnen verschwendet. Die hätten hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. Mann, wo ist denn dieses Scheißbüro? Ah, da. Dann latschen wir mal dahin. Dieser Ort war so beziehungsweise wir rennen hin. Und da haben wir das Büro auch schon gefunden. Mal schnell hacken hier die Scheiße. Was ist so ein geiles Hacksystem hier, echt ey. Wohl die Aliensprache hier. Sesam, öffne dich. Das ist Morleys Büro und der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. So, dann werden wir mal hier den Computer mal durchgucken. Und da werden wir bestimmt den Code finden, den wir brauchen. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Mole trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. 1702, ich denke mal, da können wir uns merken. Zur Not können wir uns das hier notieren. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Finden Sie Dr. Morleys Schlüsselkarte. Ja, wo die sich befindet. Na, leck mich am Arsch, das findest du doch hier gar nicht, ey, weil das so groß ist hier, wo man suchen kann. Boah, was war das, Alter? Ja, dieser Bastard hat mir noch gefehlt, Alter. Na, leck mich doch die Nuss hier, ey. Der wird uns doch hier gleich killen, ey. Ja, die Tür ist zu, schöne Scheiße. Unser super Intektor hier. Wer weiß, wo sich diese scheiß Schlüsselkarte befindet.
1702 eingegeben. Weiter geht's. Nicht das, was verbrauchen. 1702. Ja, das war die Tür. Wo wir vorhin standen, die noch zu war. Super. Also hier im Büro ist sie nicht. Ist scheiße. Kann man sie schön verstecken. Wenn das krasse Alien-Vieh hier kommt. Aber das würde uns erstmal nichts bringen. Oh fuck, nein. Oh nein, Mann. Oh fuck it, ey. Ah, die sind verdreckste Mistvieh. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine so, dann lassen wir uns nochmal schnell voll quatschen hier und dann geht's ganz schnell weiter. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Ja, bla bla bla. Finden Sie Merlins Büro. Dann würde ich sagen, rennen wir da mal ganz schnell hin. Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Weil das ja war der Vorteil. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten. Und das machen wir jetzt ganz schnell. Kurz und schmerzlos. Hacken wir nochmal die scheiß Tür hier schnell. Oh fuck. Der scheiß Alien-Code hier. 1, 2 und 3. Sesam, öffne dich. Zum zweiten Mal. Sie sind da. Das ist Morlis Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. So, schnell an den Computer ran, schnell den Code holen. 1702. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Und ich denke mal, wir werden jetzt gleich mal hier abspeichern. Um das Alien-Vieh kümmern wir uns später drum. Im nächsten Part werden wir dann erstmal die Schlüsselkarte suchen. Und dann geht es erstmal ganz gemütlich weiter. Und das wäre dann Part 11. Ja. Schleichen wir uns nochmal schnell hier in die Tür. Speichern hier schnell ab. Dann würde ich sagen, haut da rein. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, bis dann.